Nach Lauf 1 liegt sie auf Platz 4 mit 24 Hundertstel Sekunden Rückstand auf Anna Fenninger. Und das ist die wichtige Referenz, denn das ist die Dame Anna Fenninger, die nach dem ersten Lauf die Bronzemedaille in der Hand hält. Vorsprung auf Hansdotter, beträchtlich über eine halbe Sekunde, sollte machbar sein, das runterzubringen für eine Dame, die heuer schon viermal im Riesendorlauf-Weltcup gewonnen hat, die sich vorzeitig die kleine Kristallkugel nach Hause geholt hat. Ja, und man merkt es gleich, wie sie jetzt losgelegt hat. Der obere Abschnitt war nicht ganz fehlerfrei, aber unheimlich aktiv und aggressiv, aber sie muss es natürlich auch gut halbiert, erwischen. Vorsprung halbiert auf Frieda Hansdotter. Ach, da ein bisschen rein geritten bei diesem langen Linkszug und wieder ist was weg. Wieder sind 12 Hundertstel weg, also sind es nur mehr 15 Hundertstel. Aber im Schlusshang wissen wir, da ist noch viel möglich. Die Tine ist eine Läuferin, die körperlich in einem Top-Zustand ist. Aber trotzdem, sie wirkt nicht so befreit, wie wir es schon kennen. Aber trotzdem jetzt hat sie aufgeholt, jetzt hat sie den Vorsprung ausgebaut. 44 Hundertstel auf Frieda Hansdotter auf den letzten Metern. Das und muss da ist was drinnen, sein. Da muss jetzt viel für drinnen Tina sein. Maase, das ist die Führung. Die liegt vor. 1:16 Vorsprung, Laufbestzeit für Tina Maase. Und damit hat sie ja mal einen kleinen Schritt getan in Richtung Titelverteidigung, denn das setzt jetzt die drei, die noch oben sind, deutlich unter Druck. Ja. Fenninger, Zettel und Worle, die haben jetzt zu knabbern an einer Spitzenfahrt von Tina Maase. Von wegen Verletzung, von wegen Schmerzen, wenn die Tina zornig ist, dann ist sie am gefährlichsten. Ja. Und nach dem ersten Lauf, nach dem ersten Lauf, da hat sie bitzelt, wie man bei uns daheim sagt, und jetzt war sie wirklich aufgedreht. Aber trotzdem, sie hat im Prinzip, aber vielleicht war es am Anfang fast ein bisschen zu viel des Guten. Hat sie ja noch Zeit verloren sogar auf die Frieda Hansdotter, sondern geholt hat sie sich im letzten Abschnitt. Die letzten 15 Tore, die waren absolut perfekt und dort kann man anscheinend das Rennen gewinnen. Alexandra, jetzt geht's um die Medaille. Jetzt werden wir nervös, gell? Die vierte für Österreich bei dieser Weltmeisterschaft. Die Oma drückt die Daumen. Die Oma von Anna Fenninger und sie zu Hause, nehme ich an, wahrscheinlich auch. Anna Fenninger, dritte nach dem ersten Durchgang. 24 Hundertstel Sekunden Vorsprung auf eine entfesselte Tina Maase. Entfesselte Tina Maase ab dem unteren Abschnitt. Einmal sage ich nur dazu, also die Anna. Man muss jetzt unbedingt schauen, dass den oberen Teil gleich gut erwischt. Ja, jetzt Vorsprung ausbauen einmal, bis zur ersten ja Zwischenzeit. Wichtig, ja. Geht das? Geht gut! Ja, sehr geht gut, sehr knapp 7 Zehntel. Und ich glaube, jetzt hat sie die Leute unten schreien gehört. Bis rauf, bis zu diesem Starthang. Jetzt reintauchen in die Traverse. Nächster Zwischenzeitvergleich mit Tina Maase. Sehr gut. Schau, wie sauber. Extrem genau fort. Sehr enger Radius. Bravo, Anna, sehr konzentriert vor allem auch. So, jetzt ist sie im Maase-Bereich, da wo Tina Maase die Zeit rausgeholt hat. Ein bisschen hinten nach war sie da bei der Einfahrt, hat 2 Zehntel gekostet auf Tina Maase, aber noch über eine halbe Sekunde Vorsprung. So, die letzten Tore entscheiden jetzt, komm. 2, 0, 6, 7, 8, 9, geht sich nicht aus. Verliert alles auf den letzten Toren auf Tina Maase, ist aber auf Platz 3 mit der zweitbesten Laufzeit und Tina Maase, die hat eine Medaille, Anna Fenninger noch nicht. Aber eines steht in diesem Augenblick fest, Österreich hat eine Medaille, ob Anna Fenninger oder Katrin Zettel, das wird sich weisen. Dritte Medaille für Tina Maase, auch die steht schon fest. In welcher Farbe mit dieser Fahrt im unteren Teil ist die Slowenin, die überragende Riesentorläuferin in dieser Saison, nur ganz schwer zu knacken. Mein Gott, die paar Hundertstel. So gut ist sie gefahren. 6 Hundertstel machen da den Unterschied zwischen Zittern um Edelmetall und eine Medaille fix in der Tasche haben. 6 Hundertstel zwischen Tina Maase und Anna Fenninger. Der nächste Angriff auf die Führung in Rot-Weiß-Rot, Katrin Zettel. War ebenso wie Fenninger 2 Tage zu Hause, um Abstand zu gewinnen von der Weltmeisterschaft. Wie voll sind die Batterien für diesen zweiten Durchgang?
knapp 6 Zehntel der Zettelvorsprung auf Tina Maase. Hey. Ah, da hat sie oben verloren. Im Gegensatz zu Anna Fenninger hat Zettel oben Zeit auf Maase liegen gelassen. Aber wir kennen die Katrin, dass sie eine Spätstarterin ist, dass sie erst reinfinden muss in einen Lauf. Ja, und das macht sie gerade. Aber jetzt muss sie einen Zahn zulegen. Das ist sehr sauber, was sie fährt, aber bei manchen Toren merkt man, dass der Ski nicht ganz ruhig umgeht. Ja, ein bisschen rattern. Ja, ein bisschen rattern, genau. Und jetzt hoffen wir, dass sie 1,54, 34, 900. Verschwindet der Vorsprung von Zettel. Jetzt muss sie natürlich alles in die letzten Tore reinlegen. Ja, und jetzt geht es nicht nur gegen Maase, jetzt geht es auch gegen Fenninger. Und um die Medaille 2,08, 2,09 hinter den beiden zurück. Maase und Fenninger haben eine Medaille. Katrin Zettel ist momentan auf der 3 auf dem Schleuderstuhl. Ja, schade, der ist ja nicht ganz so gut gelungen wie der ja, erste. Ja, die hat, ja. Das ist Kurti, der Freund von Katrin Zettel. Und die Katrin hat alleine im zweiten Durchgang eine Sekunde auf Tina Maase verloren. Das ist viel zu viel für die Medaille. Dahinter steht noch ein Fragezeichen, denn wir haben noch Tessa Worley oben. Momentan Tina Maase auf Platz 1, also auf Kurs zur Titelverteidigung. Fenninger auf Platz 2, sie hat die Medaille sicher. Anna Fenninger auf Platz 3 und von wegen verkorkste WM für Anna Fenninger. Die hat sich hier in aller Stärke zurückgemeldet. Ah, Katrin, Katrin. Katrin hast du zu warten, ja. Tessa Worley, wer glaubt dran, dass sie zu knacken ist. Nach dem, was sie uns im ersten Durchgang gezeigt hat. Die 1,58 große Französin ist im ersten Lauf allen um die Ohren gefahren in einer bombensicheren Manier. 1,09 der Vorsprung auf die Titelverteidigung, auf die Titelverteidigerin. Und das Duell lautet Worley gegen Tina Maase. Worley selbst hat ja Bronze bei der letzten Weltmeisterschaft, die immer Riesentor laufen. Jetzt 1,36, mega Vorsprung auf Tina Maase. Eigentlich müsste es reichen, aber wir wissen, es ist sehr schwierig, aber die Tessa Worley präsentiert sich hier wirklich. Ah, ausgerutscht. Ja, aber das macht nicht aus. Das macht nichts aus. Aber die Zeit, die passt, noch ein Zehntel dazu. 1,5 Sekunden auf den Schlusshang, hier auf der Planei, auf den Maasehang, dort, wo die Slowenin so stark unterwegs war. Aber die Tessa fährt ganz herrlich, sehr genau. Und so ein kleiner Ausrutscher hilft manchmal, dass man da nur ein bisschen exakter drüber steht. Schau dir das an, 1,4 Vorsprung für den Schlusshang. Sensationell, sensationell. So, und dann ist sie drinnen in den allerletzten Toren, 2,09,18, das unterbietet sie Länge mal Breite. Weltmeisterin Tessa Worley, 20 Jahre nach Carol Merl, freut sich Frankreich wieder über Gold im Riesentorlauf bei einer Weltmeisterschaft. Und die hat es heute so souverän nach Hause gebracht, dass mit zweimal Laufbestzeit da ist kein Kraut gewachsen gegen Tessa Worley heute. Ja, vom ersten bis zum letzten Schwung absolut perfekt. Also da gibt es gar nichts. Mehr als beachtlich auch das Comeback im zweiten Durchgang von Tina Maase, die ja so überhaupt nicht happy war nach Lauf 1. Und dann gibt es die Medaille auch für Anna Fenninger. Bravo, Anna. Das heißt unterm Strich die dritte Bronzemedaille für Österreich, die vierte insgesamt bei dieser Weltmeisterschaft.